So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Nach einer längeren Aufnahmepause, Freitag kam keine Folge, warum weiß ich nicht ganz. Wir klettern heute. Na. Ja, das ruckelt wieder so. Da. Zu diesem L da. Aber wie ich da hinkomme, habe ich jetzt. Och komm. Habe ich bis jetzt noch nicht so direkt geguckt. Jawohl, die FL funktioniert auch. Adler? Verbiss mich mal lieber. Wir wissen, was Adler mit uns machen. Die sind nicht so besonders freundlich. Und ich glaube, nachdem wir die das L hier gemacht haben... Wo ist denn das überhaupt? Wo müssen wir denn da hin? Wir sollten erst den Funkturm mal hier machen, dass wir mal einen Überblick kriegen. Da haben wir auch ein weiteres Lager. Funkturm, da hinten. Und wenn wir den Funkturm dann gemacht haben, würde ich mal sagen, lassen wir das L nochmal. Und schauen erstmal, dass wir mal ein bisschen Ausrüstung hier uns verschaffen. Also Waffengurt, Munitionsbeutel und so weiter. Dass wir, dass wir mal ein bisschen... Hoppla. Echt? Haben die ihn jetzt echt umgebracht? Ach, hier seid ihr Hurensöhne. Seid ihr richtige Hurensöhne. Nein, nein. Bleibt mal schön weg. Kein Bock auf euch. Mann, das gibt keine Punkte? Schade. Far Cry 3 hat das Punkte gegeben, wenn man jemand umgefahren hat. Gerade so Star Wars Musik im Radio. Folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Pfades. Oh oh. Warum setzt ihr Alter, das Auto hält ganz schön viel aus, muss ich sagen. Merkt ihr nicht, dass eure Scheiben werden dreckig. Das Töten kann aufhören. Vorsicht. Das war zu viel. Aber es fährt immer noch. Ich sollte mir das mal markieren, ne? Wo fahren wir denn überhaupt hin? Ach so, also den nächsten Weg da. Ich muss mal unten auf den Weg kommen. Was? Ja. Und dringend eine Weste brauchen wir. Drecksack. Okay, irgendwelche Tiere. Keine Ahnung. Laufen wir lieber. Wir sind halt hier im Feindterritorium. Ach, was ist das denn? Wie fett ist das denn bitte? Das will ich mir jetzt ansehen. Ach, wie geil. Wie geil. Das ist ja geil. Richtig fette Statue. So, da haben wir noch was. Dann haben wir da noch ein Medikit. Das nehmen wir auch noch. Irgendwas sagt mir, dass wir hier auch noch hinkommen werden. Aber gut. Wo ist denn der scheiß Funkturm denn? Beziehungsweise Glockenturm. Bin immer noch so an Far Cry 3 gewöhnt. Ich höre Hunde. Ah, da ist er. Also unten haben wir Tiere. Mal sehen, ob wir die dann später gebrauchen können. Für Waffen, Munition. Wir haben schon so viel an Geld. Das müssen wir mal langsam... So, nur ein bisschen...
Alter, was? Hat der echt gerade sein Messer geworfen? Boah, was ein Sack. Boah. Ach, mein Rucksack ist voll. Ja, das ist natürlich... Weg damit. Propaganda-Poster. Habe ich auch bekommen. Ich hoffe, ich krieg noch eine Steelbook. Das wär so geil, weil ich habe ja die Curate-Edition. Und weil ich Vorbesteller bin, komme ich da ran? Nee, da komme ich nicht hoch. Gut, dann müssen wir halt klettern. Tritt die Tür ein! Tritt die Tür ein! Toll. Gut, also Tür eintreten ist eher nicht so sein Fall. Aber die Leiter hochgehen, das können wir. Und da habe ich einen Code bekommen, den ich eben eingegeben habe. Ich warte jetzt eigentlich noch auf eine E-Mail. Eine Mail, eine elektronische Post nennt sich das hier. Für weitere Informationen, was ich machen muss. Ich hoffe mal, dass das irgendwie... Uah! Nein! Geh hoch! Ich muss nach oben, nicht nach unten. Gott. Ah, diese Lautsprecheransagen! Muss ich da runter? Ich gehe mal runter. So, da sind wir unten. Hm. Ich glaube, so viel ist hier nicht. Gott, diese Ansage im Hintergrund. Na, geht hoch. Jedenfalls warte ich jetzt auf eine E-Mail mit weiteren Informationen, was ich zu tun habe. Ich hoffe mal, weil ich gelesen habe, es soll noch um eine Steelbook gehen, weil ich meine, warum man kauft sich die Curate-Edition, weißt du, also die beste und auch teuerste halt, die es bei Far Cry 3 gibt, Far Cry 4. Und es ist keine Steelbook dabei. Also ich hoffe mal, dass es sich bei diesem Code noch um eine Steelbook handelt. Dann hätte ich echt alles eigentlich, was man für Far Cry 4 braucht. Hab ja selbst die Propaganda-Poster und so, das habe ich ja alles. Ja, 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 Besteigen eines Funkturms. Bla, bla, bla. Rohrzange. Voll. Es bringt alles nichts. Ich muss echt mal den Scheiß verkaufen. Vor allen Dingen halt dann auch mal aufrüsten. Sag mal, wie weit ist das denn noch? Da so. Hopp. Das ist so nice. So, ein bisschen schwingen und dann hopp. Nice. Nee, da lang. Es ruckelt immer noch. Also, es war eben... Ah, halt's Maul jetzt! Meine Fresse. Es kam ein Patch vorhin raus, bevor ich angefangen habe. Für Far Cry 4, aber ich hoffe... Ja, gut, da waren wir schon. Oh, da war ein Scharfschütze, habe ich gerade gesehen. Und ja, da war einfach... Es waren halt ein paar Megabyte, aber leider... Oh, da gehen wir gleich mal hin. Leider hat sich aber, finde ich, die Performance nicht stark gebessert. Es ruckelt immer noch. Also ist echt seltsam. Ich hoffe, dass das früher oder später... noch gefixt wird, weil ihr seht ja, wenn ich die Maus bewege, es ruckelt ganz leicht, obwohl der Rechner total ausreichend ist. So, wir looken mal bei unseren Fähigkeiten. Wir müssen mal ein bisschen mehr leveln, ne? Pistolen, Takedown, Tod von unten. Machen wir mal Tod von unten. Haben wir noch irgendwie? Ach ja, wir haben 5 Fähigkeitspunkte. Boah. Was haben wir hier? Beute Takedown, du plünderst die. Das ist auch ganz hilfreich. Konzentriertes Fahren, Fahrzeuge halten mehr Schaden. Halten mehr Schaden aus. Ist auch ganz gut. Bewegliche Ziele und schieße
Naja, Seidenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Ich glaube, das ist noch nicht so unbedingt hilfreich. Heilspritze Level. So. Machen wir alles mal. Dann gucken wir mal. Genau, jetzt wird hier alles freigeschaltet. Komplett rot das Gebiet, weil wir hier noch einen Außenposten haben. Wir haben gerade den falschen Funkturm erobert. Toll. Herstellung, wir gucken mal. Wir brauchen einen Waffengurt, haben wir schon? Wir haben schon zwei Waffen. Gut, aber Munitionsbeutel brauchen wir. Wir brauchen Wildschweinhaut. Wildschweinhaut. Wo finden wir ein Wildschwein? Ach, das ist ja allerliebst hier. Okay, wir müssen dann in die Richtung runter. Hopp. Jetzt erreichen wir mehr Menschen, AJ. Wenn du weiter Glockentürme eroberst, hat Kyrat noch mehr Grund, dir zu danken. Ja, ich werde schon irgendwann alle freischalten im Laufe der nächsten paar Folgen. Ich denke mal, Far Cry 4 wird noch um einiges länger sein. Ich habe mir auch Sunset Overdrive letztens jetzt geholt. Habe ich aber immer noch nicht angespielt. Es gibt's nicht. Karma, Geisel. Haben wir ihn? Alles gut? Ja, ich bin hier. Hübsch sieht's aus. Ja, was denn? Ich bin doch da. Plündern nicht vergessen. Was mit ihm hier? Mit der nicht reden. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich jetzt tot. Danke. Bitte. Na egal, gut. Was soll's? Wir brauchen Wildschweine. Wildschwein, Wildschwein. Wo haben wir denn das Leckerbissen? Hm? Na? Wo haben wir's? Komm her. Wo bist du? Ich traue mich nicht, hier so runter zu gehen unbedingt. Gibt's irgendwo eine flache Stelle? Ja, hier so. Ups. Aber gerade so ein bisschen neblig, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir im Wildschwein-Territorium. Und jetzt heißt es ruhig sein. Da sind Leute von uns. Ich sehe jetzt keins. Man muss eigentlich viel stehen bleiben. Ich hoffe, dass nicht irgendwo gleich unten rechts irgendwas aufpoppt oder so, weil meine Freundin spielt gleich Far Cry 3, hat sie gesagt. Hoffentlich poppt da nichts auf. Hm. Ja, das gute alte Jagen. Was raucht denn da? Ach, das ist einfach nur Nebel. Okay. Alter, alle Blätter bewegen sich. Das ist so geil. Und es wird echt neblig, habe ich das Gefühl irgendwie. Also grafikmäßig ist Far Cry 4 auch wieder ganz vorne. Das mit den Blättern so vieles, das sieht einfach nur mega aus. Oh, da ist direkt ein Außenposten. Ich glaube, den übernehmen wir mal, bevor wir hier auf die Jagd gehen, weil sonst werden die uns noch im Weg kommen. Was? Gleich da oben. Kleines Bergdorf, wa? Da ist was Rotes. Also gut, ein Scharfschütze habe ich schon mal gesehen.
Da haben wir einen Alarm. Viel kann man jetzt nicht sehen. Ich würde gerne den Scharfschütze ausschalten, doch das geht schlecht. Ich mach das mal so, ich versuche mal reinzugehen. Na klar, die stehen direkt beim Alarm. Haben wir ein Tier, was wir freilassen können? Ich sehe jetzt nichts unbedingt. So, den Scharfschütze haben wir, der ist weg. Ich könnte natürlich die Leiter da auch klettern und den Takedown versuchen, aber dann habe ich das Gefühl, werden die uns sehen. Jetzt wird es auch noch Nacht, super. Okay. Lage der Rochan, Zielfabrik. Ziegelfabrik. Zielfabrik, was? Dieser kleine Scheiße Arjun hat geschafft. Arjun ist entkommen, na und? Der Vollidiot wurde bestimmt längst von einem Tiger gefressen. Es ist unser Job, Arjun zu finden. Er floh während unserer Schicht. Wir müssen das wieder. Das macht mich wahnsinnig. Okay, hier haben wir noch einen. Ich habe schon gar nicht zugetraut. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Man muss halt viel planen bei Far Cry. Aber ich muss da erstmal reinkommen. Ich komme da ja gar nicht rein. Ist hier ein Fenster oder so? Sehen uns nicht. Ich guck mal von der anderen Seite. Vielleicht komme ich da besser ran. Von ganz drüben, also ich sag mal, von Süden her, also da drüben, auf der Seite kann ich es gar nicht probieren. Hier kann ich hoch. Oder werden uns die anderen sehen? Hätte ich den Doppeltod von oben, würde ich das machen. Okay, von hier können wir rein. Scheiße. Der hat irgendwas. Okay, die haben sich aufgelöst. Wir haben den da drinnen, der sein scheiß Gewehr putzt. Jetzt kommt der Kollege hier rüber. Scheiße. Okay. Gut, er geht rein und gucken. Jetzt ist die Chance. So, und jetzt aufs Dach. Den Scharfschütze ausschalten. Boah, Alter, ich hab grad so Gänsehaut. So, Kollege. Nicht umdrehen. Ins Dach reinwerfen? Ist das eine gute Idee? Es ist unser Job, Arjun zu finden. Er floh während unserer Schicht. Wir müssen das wieder gut machen. Der Kerl überlebt doch niemals in der Wildnis. Ich wette, er ist längst tot. Durchsuchen nicht möglich. Geldbeutel voll.
Auch nicht schlecht. Heroindosis. Okay. Man könnte hier so gut Tod von oben anwenden. Könnte man bei ihm hier ganz gut, ne? Mensch, ich will jetzt wirklich nicht darüber reden. Okay. Kommen wir von hier besser rein? Oh ja. So, er noch? Der König mich! Jawohl. Geplant. Super. Zivilisten sind verletzt. Wir brauchen Hilfe. Hey. Ja, tut mir leid, jetzt nicht. Ich muss jetzt hier erstmal... Ah, mein Haus. Ich dachte, hier liegt jetzt ein Zettel. Aber erstmal verkaufen. Ja, ein Scharfschützengewehr haben wir freigeschaltet. Jawohl. Alter, so viel. Nice. Verkaufen. Schnellverkauf. Geldbeutel voll. Das ist mir noch nie passiert. Gut. Geldbeutel haben wir voll. Jetzt ist er weniger voll. Noch ein Außenposten. Gut gemacht, Bruder. Deine Entschlossenheit erfüllt uns mit Stolz. Wunderbar. Gut, hier können wir erst später was machen. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus und dass wir mal dann in der nächsten Folge unseren Wildschwein hier erlegen. Ja. Wer ist da? AJ, das tut weh. Rabbi Ray. Erkennst du meine Stimme nicht? Sollte ich? Die Stimme vom Sender Freies Kyrat? Ich bin's, Rabbi Ray Rana. Ah. Hörst du das nicht? Stimmt, Rabbi Ray Rana. Nenn mich einfach Rabbi Ray, Mann. Okay, Rabbi Ray, worum geht's? Wir müssen uns schnell. Ich schick dir meine Koordinaten. Komm vorbei, Mann. Ja, ich komm später vorbei. Ach, mein Beutel ist voll, gell? Fuck. Ach nee, nicht mehr. Rothundfell. Ich bräuchte aber ein Wildschwein. Nämlich hier. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Far Cry 4. Naja, immerhin war das Ende einigermaßen spannend. Der Rest der Folge gut. Den Glockenturm haben wir halt noch gemacht. Hat auch nicht so unbedingt viel gebracht, bis das auf, dass wir die Map erweitert haben. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich eine recht... ja, langweilige Folge. Morgen wird besser. We have a party waiting for you. Awesome.